Hi, Scott. Ich bin dein Dad. Wann kann ich ihn treffen? Scott ist verschwunden. Mein Sohn ist verschwunden? Wir nehmen an, dass er hier oben ist. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas unternehmen, etwas für ihn tun. Du musst ihn suchen, bitte. Ich? Ich bin kein Kopfgeldjäger, sondern Anwalt. Wie sehen Sie denn aus, Ihre Söhne? Haben Sie ein Bild? Natürlich habe ich ein Bild von ihm. Ich auch, Sekunde. Hier sehen Sie. Das ist er. Oh, na, sowas. Der sieht aber gut aus. Danke sehr. Das hier ist mein. Wollen Sie mich verarschen? Dieses Biest! Wer ist der Vater? Ja. Erzähl mal, bin ich es, Bob oder Dale? Ich weiß es nicht. Jeder von euch könnte der Vater sein. Wie wäre es, wenn Sie noch mal weinen? Ich soll weinen? Auf Kommando? Was soll denn das? Warum sind Sie denn noch hier? Ach, wissen Sie, ja. Was ist denn mit ihm los? Mit ihm? Er ist betrübt. Er ist ganz außer sich. Ihr müsst ihn finden, bitte. Das ist Scott! Ey, das ist bei Ihnen! Mein geliebter Sohn! Oh, Entschuldigung. Ist schon gut. Ist schon gut. Ich bleibe hier stehen und Sie kreuzen. Ja, das mache ich. Okay. Ach, hey. Oh, mein Gott. Hey, Scotty. Oh, du kannst mir doch nicht den heißen Kaffee auf die Eier gießen. Oh, ist alles verbrüht. Du Dreckstern, sonst in der Hölle schmoren. Wenn der Frühling ein Gesicht hätte, wäre es das ihre. Das klingt ja ganz hübsch, aber ich bin in Eile. Danke. This is the clock upon the wall. This is the story of us. Wieso respektierst du nicht meine Privatsphäre? Ich hab nur versucht, unseren Jungen sauber zu machen. Na toll. Jetzt heult er wieder. Einer von uns ist möglicherweise dein Vater. Ihr habt den Jungen verloren. Wo ist der hin? Telefon, geh schon an. Au! Du bist außenwellenlos. Das ist Schipol Gauda. Nummer 15. Ja.